Hallöchen, guten Tag zum Moin Moin mit Daniel Schröckert und mir. Kino, Kino, Filme. Oh. Oh, scheiße, das ist gut. Muss dranbleiben, ne? Und darunter ist gar nicht Andreas. Es ist René. Und jetzt gucken 1000 Leute weniger. Glück gehabt, kein Andreas. Warum? Ich habe gerade im Chat gelesen, dass alle dachten, dass ich hier mit Andreas sitze. Warum ist das so? Weiß ich nicht. Stand es im Wochenplan oder so? Den gucke ich nie. Den Wochenplan. Und Moin Moin auch nicht. Ja. Es gab gerade eine Pokémon Go Aktualisierung. Alle runterladen. Okay, ja, gut. Ja, nee, ich habe Chat gelesen. Was wollte ich eigentlich? Ach ja, eigentlich wollten wir heute ein bisschen über Handball reden. Erstens ist mir dann klar geworden, dass nicht mal hier in der Firma irgendjemand irgendeine Ahnung von Handball hat. Ich hab so da wie von Computern. So wie von Computern, richtig. Netzwerken und so, hacken. Keine Ahnung. Ich habe eigentlich auf Gino festgebaut, weil der hat früher mal Handball gespielt und sieht auch so aus, als könnte er das gut, so rein körperlich. Das ist aber beim Handball immer nur höchstens die halbe Miete. Und der kann aber auch nichts mehr. Der interessiert sich nur noch für Sport, wo eiweißhaltige Getränke 80% des Sports ausmachen. Trotzdem deswegen jetzt erstmal, starten wir mal ein Vote. Wer von euch will überhaupt irgendwas über Handball hören, dass wir mal das mal anreißen zumindest? Was muss ich machen? Ausrufezeichen MM ja, wenn du Handball hören willst. Ja, ich nicht. Ausrufezeichen MM nein, wenn du nichts über Handball hören willst. Bin ich der Erste? Oh, jetzt machen wir es doch. Du bist der Erste. Stimmt, ich sehe es ja mal früher. Schauen wir mal. Ich habe ja keine Ahnung vom Internet. Nee, ne? Aber wir haben dieses süße Moin Moini, ne? Ja, das sieht man jetzt nicht, weil der Vote. Ich glaube, es sieht gut aus. Dass doch Leute, so viele Handballfans. Ja. Meine Güte. Naja, hast du das Spiel gesehen, Sonntag, Deutschland-Schweden? Weltmeisterschaft? Ich muss auch gestehen, ich habe echt nur ein halbes Fußballspiel geguckt. Weltmeisterschaft. Echt? Fußballspiel. Ja. Aber ich weiß, dass die dritte und die zweite Bundesliga gestartet sind. Weil mich gestern jemand in der Bahn ganz Erfolg quatscht hat, dass St. Pauli irgendwie gegen Obdachlos Frankreich oder wie auch immer die ganzen Vereine da heißen, irgendwie 1-0 geführt hat, ich weiß es nicht. OBCF oder so. Haben die wirklich schon gestartet? Das war bestimmt ein Testspiel. Nee, die haben gewonnen. Aber der war auch sehr betrunken. Ja, gut, vielleicht war der noch bei der letzten Saison. Ja, ich muss ja auch sagen, ne, Rio ging jetzt los. Und ich habe bis jetzt sehr wenig geguckt. Es ist einfach, also ich habe ja Sportjournalismus studiert, ne? Ich bin generell schon Sport interessiert. Mhm. Merkt man jeden Morgen, wenn du darüber redest. Aber das ist so ein Overload. Ich habe so ein Bild gesehen von der BBC, da war ein Original-Untertitel während der Eröffnungsfeier. There are too many countries, this is ridiculous. Einfach der Typ, der die Untertitel macht, schon aufgegeben und gesagt, what the fuck soll das? Deswegen, ey, es gibt einfach zu viel Scheiße. In der ZDF, auf zdfsport.de, sport.zdf.de oder so, kann man den ganzen Tag sich alles angucken. Und dann sind da so lächerliche Disziplinen wie Judo-Frauen bis 52 Kilo. Was ist das überhaupt schon für eine Kategorie? Also nicht jetzt, dass ich wieder was gegen Frauen sagen will, aber es klingt doch schon albern. Das klingt doch wirklich schon albern. Wenn man sagt, wenn dich jetzt ein Kumpel anruft und sagt, ey, René, wollen wir nicht morgen Judo-Frauen bis 52 Kilo angucken, denkt man sich doch, das ist ein Scherz. Oder ein Fetisch, naja. Oder ein Fetisch. Ja, Medaillenspiegel Deutschland mit einem Strich. Ich glaube, wir sind so wie hier in den Eurovision Song Contest. Ja, einfach null. Von unten sind wir immer die Germany Besten. Zero. Was haben wir denn? Doping ging nicht so gut bei uns, oder? Irgendwas ist da falsch gelaufen. Ja, wahrscheinlich. Russland. Ich dachte, Russland ist raus. Ja, nee, dann doch wieder nicht. Haben wir Vote-Ergebnis schon eingeblendet? Ich glaube, das können wir mal gucken. 79%. Knapp. Aber ich feiere die 21%. Das sind bestimmt. Ihr seid gut. Für euch manchmal ein Video auf Twitter oder so. Ah, du bist richtig Handball. Profi und interessiert. Profi. Und interessierter. Ja, interessiert schon auf jeden Fall. Ich habe auch noch immer noch eine Dauerkarte für den THW Kiel. Aber es war
aber ich bin da zugegebenermaßen nur noch sehr selten, weil ich in 24 Stunden jetzt arbeite. Echt? Und irgendwie Netzwerkprobleme lösen muss, die irgendwie andere Leute nicht hinkriegen. Nee, ist auch echt schwierig. Einige gehen sogar nach Hause. Letztens ist jemand nach Hause gegangen, weil das Internet nicht funktioniert. Also. Hat von zu Hause gearbeitet, weil da läuft es, da lief es besser. Stimmt, ne? Der war auch sauer. Der war auch sauer, ja. Und da war nämlich ich nicht da, sondern meine Vertretung. Ja. Also es gibt noch jemanden, der ist wesentlich, noch wesentlich schlechter besser als ich. Ja, das war, auch, das war auch wieder ein Redakteur. Oh, Flensburg-Fans haben wir. Oh, THW-Hass. Damit habe ich mich jetzt natürlich direkt noch mehr ans Ausgeschossen. Für die Leute, die Handball nicht interessiert, denen geht das jetzt eh schon auf den Sack. Und die Leute, die sich für Handball interessieren, für die ist der THW ja so der FC Bayern des Handballs. Da finden einen die Meistern auch scheiße. Das ist mir aber egal, ich komme daher, ich kann nichts für. Ich bin quasi in der Ostseehalle gezeugt worden. Ne? Das war einfach nicht meine Entscheidung. Also der Typ in der Bahn hat wohl keine Ahnung von Fußball, weil Pauli hat verloren gestern. Sehe ich jetzt gerade. Naja. Man sollte vielleicht nicht mit betrunkenen Leuten in der Bahn rumhängen. Das passiert mal sehr häufig nach dem Urlaub. Ich wäre froh, wenn ich nicht bei der Arbeit mit betrunkenen Leuten rumhängen müsste. Ja, das hat man eine bestimmte Uhrzeit so. Das kann man ja so hinregeln, dass man dir ein bisschen so... Obwohl, man wird draußen festgehalten von denen, wie so eine Krake. Das ist richtig. Komm, rede mit mir. Komm, trink eine Apfelschorle mit mir. Fass mir in die Tasche. Ich habe Kinderbuenos. Passiert auch sehr häufig. Also hier, nicht auf den Straßen. Ja. Gut, damit ist auf jeden Fall mein Thema für die Sendung ist gestorben. Das könnt ihr jetzt schön, das sitzen wir jetzt aus. Handball. Hast du schon die neue App vom Pokémon? Mann, ich hätte es gerne noch weitergezogen. durchgezogen vielleicht auch. Kein Handball. Ja, auf Twitter könnt ihr natürlich auch, haut mal die Hashtags raus, hat bestimmt Timo schon gemacht. Ja. Ihr wisst ja so, ihr guckt es ja jeden Tag. Ja. Hashtag RBTV, Hashtag Moin9. Könnt ihr natürlich auch alles schreiben und da auch nochmal sagen, wie scheiße Handball ist und so. Hashtag Beanscom. Ey, ihr könnt mir richtig geile Cosplay-Tanten schicken. Ja. Fotos, meine ich. Fotos. Aber natürlich auch, ja. Yeah. Da hast du schon... Also richtig geile Cosplay-Frauen, die sich verkleidet haben als Cosplay. Nicht. Hast du schon mitbekommen, dass das bei der Beanscom... Ich habe mir das Q&A nicht angeguckt. Alle waffenähnlichen Gegenstände müssen vorher angemeldet werden und dann von denen untersucht und müssen die ganze Zeit auf der Messe bleiben. Also es gilt zumindest für Aussteller. Also gehe ich davon aus, dass es auch für Zuschauer gilt. Das ist natürlich ein bisschen albern, ne? Kommt man mit so einem Plastik-Pappmaché-Schwert. Aber du kannst auch eine Waffe in den Koffer bauen. Oder in einen Schuh. Ja, so richtig. Wie James Bond, der hat ja auch unten so ein Messer. Kannst alle abstechen. Ja, richtig. Oder halt. Oder hier unter dem Arm. Oder. Ja, wenn du rückwärts läufst, dann. Nee, kann das ja wieder rausholen, dann. So, die muss ja nicht für immer da drin bleiben. Ich hätte jetzt eine Waffe. Also so die ganze Zeit. Dann stehe ich immer so vor dir. Ja, aua! Kommt da so ein Samurai-Schwert raus. Ich finde es schwachsinnig, weil du kannst eine Waffe so bauen, dass man sie auch nicht sieht. Ja. Und da findest du sehr viele Fotos hier. Wie ist denn deine Seite? Da musst du hier über Twitter raushauen. Er meint, ich finde sehr viele Fotos bei ihnen. Geh auf meine Seite. Oh. Naja, geh auf die dunkle Seite. Auf die dunkle, ja. Ich hatte vorhin schon gedacht, dass wir mal ins Darknet gucken, aber das ist mir doch ein bisschen zu riskant. Ach so. Wenn ich da irgendwo einmal falsch drauf drücke. Dann gibt es den Panikknopf auf irgendeiner Seite und der ist nicht bei uns. Nee, der ist auf keinen Fall. Aber nach der Sendung mit Andreas glaube ich halt nicht, dass die. Nö, ich sag's lieber nicht. Ja, aber du hast noch was vorbereitet, ne? Ich hab, So ein Ersatzthema? Ersatzthema. Hast du nicht? Ich hab sonst noch. Ja, also die Menschen diskutiert ja immer und sucht sich immer wieder irgendwelche Sachen, wo sie halt Antworten drauf haben will, ne? Ja. So, wo ist der Sinn des Lebens und wie viele Bäume hat eigentlich die Welt? Hat sie mehr als Sterne im Universum? Zum Beispiel. Ich stelle mir eigentlich heutzutage nur noch die Frage, was ist das nur für ein Live? Ja, oder welche Cosplays sind die angesagtsten auf der Gamescom? Ja. Was ich noch keins gesehen habe, außer jetzt ein Florentin Will Cosplay als Moini. Wo kommt Moini eigentlich her? Er hat, glaube ich, irgendwas hier auf diese komische Tafel da gemalt und dann ist es halt so eine Figur geworden und jetzt ist es halt ein Internet. Hype. Ja. Es ist auf jeden Fall. Bald gibt es auch Duschschaum von Moini und so. Ja. Und hat seinen eigenen YouTube-Channel. Gleitgel und so. Gleitgel auch, ja. Und apropos Gleitgel. Apropos Gleitgel. Ich habe hier irgendwo eine Gleitgel-Frage rausgesucht. René hat sich nämlich auf gutefrage.net
vorbereitet, richtig krass, und hat sich Fragen rausgesucht zur Menschheit, zu dem Universum und allem. Und die werden wir jetzt beantworten, natürlich, ne, mit Halbwissen. Ich habe auf Twitter hat ja einer geantwortet, weil ich gesagt habe, Halbwissen ist garantiert, hat er gesagt, zweimal Halbwissen ist Wissen. Ist wieder Wissen. Jemand anders hat aber die, glaube ich, logischere These aufgestellt, dass Halbwissen zum Quadrat leider Viertelwissen ist. Es sei denn, wir wissen genau die Hälfte, die der andere nicht weiß, aber das haben wir ja schon festgestellt, dass das nicht so ist. Ist es jetzt Mathematik oder ist es Physik? Ja, aber auch in der Physik wäre es so. Ne? Nein. Da gibt es ja auch schwarze Löcher. Okay. Ja. Gut. So, was nehmen unterwegs gegen Gleitgel? Fragezeichen. So, erstmal diese Frage lassen wir mal so stehen, ohne den unteren Text zu lesen. Was denkst du denn, was kommen würde bei so einer Frage? Was nehmen unterwegs gegen Gleitgel? Fragezeichen. Ja, da ist halt die Frage, wahrscheinlich ist entweder die Tube ausgelaufen in der Handtasche, und sie fragt, wie man die wegkriegt, da würde ich Reis empfehlen. Reis geht immer. Wenn irgendwo Flüssigkeit ausgelaufen ist, einfach in Reis packen, 400 Jahre, läuft wieder wie eine Eins. Hat bei Sophias MacBook auch funktioniert. Das Gleitgel oder das Reis? Nee, das mit dem Reis, so. Wegen Gleitgel. Sie hat ihren Reis dann noch wem anders weitervermacht. Ich gesehen, weil der auch, naja. oder natürlich, sie hat noch im Intimbereich vielleicht Gleitgel-Reste. Ja. Und da wirst du. Willst wegkriegen unterwegs? Ja. Da wirst du jetzt auch nicht, wie man das unterwegs gut macht. Weiß ich nicht. Sich vielleicht so unauffällig an so einer Laterne schubbern oder so, dass man das so ein bisschen in die Wäsche verreibt. Machen ja auch Tiger in der Wildbahn. Sondern wirklich draußen. Wirklich draußen, so richtig, richtig draußen. Aber die Frage ist: Hi Leute, Ausrufezeichen. Wie oben schon gefragt, möchte ich mal wissen, was man gegen Gleitgel benutzen kann. Punkt. Die Frage kam mir, als ich letztens auf einer Party mit Zelten und so Sex mit einem Mädchen hatte. Punkt, Punkt, Punkt. Da wird schon wieder Kummer. Da schämt sie sich, weil sie Sex mit einem Mädchen hatte? Wieso gehst du eigentlich davon aus, dass es eine Frau ist? Na, das kann doch. Es ist halt sehr weiblich geschrieben. Kein Junge schreibt mit so vielen Kommas im Internet. Im Internet. Und dann noch Groß- und Kleinschreibung beachtet. Ich schreibe immer korrekt. Also du liest ja meine Mails nie, aber da ist Interpunktion, bin ich ganz weit vorne. Naja, auf jeden Fall hatte sie zum Glück Gleitgel dabei, aber was ist, wenn man keinen zur Hand hat? So. Bitte ernst gemeinte und hilfreich antworten. Danke, euer Fred. Ja, gut. Heißt es Fred oder Fred? Ja, Fred wahrscheinlich. Ne? Und Fred ist jetzt könnte natürlich einfach Fred sein, Frederik, Friederike. Ich weiß nicht. Also einige Mädchen haben auf jeden Fall in ihrer Handtasche immer so Nivea-Creme dabei. Die ist auch dermatologisch getestet. Sagt die Werbung. Ist das so? Ja. So Babyöl geht, glaube ich, ganz gut. Sollte man aber, glaube ich, nicht. Bitte Babyöl dabei. Aber ich glaube, man sollte diese, jetzt mal kurz, ne, bevor wir hier irgendwie für 800 Babys verantwortlich sind, ich glaube, mit Kondom sollte man solche Cremes und so nicht benutzen. Naja, aber weil die sind halt zwar pH-neutral, sind aber für Latex jetzt nicht so geil. Er schätzt mein Spucke. Ja, richtig, Spucke. auch Erbrochenes geht, wenn man vorher viel getrunken hat. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja, aber das funktioniert man super. Vielleicht gibt mir, okay. Wenn die Freundin vielleicht noch was dazu gibt. Also erbrochen, nein. Ja. Aber, und ansonsten würde ich einfach mal ein Vorspiel sonst auch empfehlen. Aber oder nicht oder auf einfach. Also nicht auf, ja, gut, auf ein Festival doch nicht. Oder einfach so geil sein, dass sie auch so geil wird, dass man das nicht braucht. Also Bier und alkoholische Sachen sowieso nicht. Ne? Da ist der pH-Wert nämlich so schlimm, dass es nämlich alles, glaube ich, wegätzt. Aber da sind die Biologen unter euch. Na, ich habe ja nur Halbwissen. Ja. Könnt ihr mal einen Chat schreiben? Ätzt. Wär das nicht eher Schleim Chemie? Heute. Ja, das stimmt, Chili. Chili ist das. Chili ist auch gut. Tabasco Spucke geht, glaube ich. Das Gleitgel des Teufels. Ja, aber der Teufel hat, glaube ich, richtig guten Sex. Nehme ich jetzt mal an. Naja. So dreckigen. Die könnt ihr auch nicht gegen wehren, also die da unten in der Hölle sitzen. Ja, richtig. Das ist schon nett von ihm, dass er überhaupt Spucke benutzt. Könnt auch noch mal eine Handvoll Sand mit reinwerfen, damit man überhaupt was merkt. So mit Hand habe ich das gerne. Ja. Aber ich würde Fred halt raten. Labello-Stifte gehen auch manchmal, wenn man die heiß macht. Das ist ja Wachs, oder? Ja, aber meinst du, trocknet das dann wieder? Und, ja, dann, und, Reibung, dann ist sie, und dann ist sie zu. Durch die Reibung ist es doch immer wieder Hitze. Ja, das könnte sein. Also was ich auf jeden Fall nicht empfehle, ist Bepanthen. Dann wächst sie zu, glaube ich. Stimmt, das heißt. Eine offene Wunde im Prinzip. Ja.
Aber hier die Expertenantwort ist Vorspiel Ausrufezeichen. Ha! Ja, ein Punkt bitte. Für dich, ne? Ist ja. Ja kein Wettbewerb hier, aber trotzdem, ich hätte es mit Labello-Stiften gemacht. Guter Sex braucht kein Gleitgel. Es geht hier nicht um guten Sex, sondern um Festivalsex. Und echt, es geht um Sex, gut. Einfach nur um schnellen. Ja, Frage ist beendet, danke. Ich möchte ihn ansprechen, aber wie? Guck mal, das ist jetzt eine Frage vom Pleck Penicillin 007. Also da ist auf jeden Fall schon. Wer nennt sich denn bitte schwarzes Penicillin? Ach nee, das ist gar nicht bitte. Oh, ich mach schnell weg, sonst werde ich gehatet. Ich hab's nicht richtig gelesen. Nein, nein, die heißt nicht Penicillin, die heißt anders. Black Pencil. Black Pencil, ja. Ich möchte ihn ansprechen, aber wie? Wie würdest du es machen? Also ihn ansprechen. Also jetzt, ich möchte ihn ansprechen, aber wie? Alleine schon Hallo Doppelpunkt, große hier, Klammer auf. Also. Ich habe das, also bei meiner ersten großen Liebe, habe ich das erste Gespräch erzwungen, indem ich sie mit Müll beworfen habe. Das würde ich da auch empfehlen. Mit biologischen oder mit, also früher, mit so Dosen noch, Cola-Dosen? Nee, das war so eine Pappschachtel. Aus, einfach... Ja, aus dem Müll so ein. Nee, ich hatte die schon dabei. Und. Warum hast du denn? Nee, die stand irgendwie neben dem Mülleimer tatsächlich. Und eigentlich wollte ich so lässig da reinwerfen, ja. Hab ihr das Ding aber an den Kopf geworfen. Und das war ein guter Eisbrecher. Kann ich nur empfehlen, euch allen. Bewerft Frauen mit Müll. Ist ein guter Gesprächsstarter. Klappt auch in Indien, ne? Da klappt das auch. Anni, da war's. Also ich habe mein erstes Mädchen mit einem Brief angesprochen. Mit einem Brief? Ja. Ja, also gut, ich habe einen Brief gegeben. Ja, na klar, das habe ich auch gemacht. So mit. Und dann haben wir geknutscht. 10. Echt, Mutti hat mit dir rumgemacht dann? Ja. Zum Testen. Also, ich stehe auf einen Jungen aus meinem Jahrgang. Allerdings geht er nicht in meiner Klasse. Das ist schon mal wieder ein anderes Problem. Weil Parallelklassen mit den Mädchen, na, die guckt man sich immer an, aber mit denen hat man ja nicht jeden Tag Kontakt. Außer mal auf dem Schulhof. Wo ja, man dann ausgelacht stimmt. Wird und die Hose wieder einen runtergezogen wird. Und dann fragt man, warum hast du eigentlich keine Unterhose an? Ja, richtig. Und warum hast du eigentlich keinen Geschlechtsteil kennen? Ich bin so verdammte 12 Jahre, da wächst das alles noch. Auf einer Klassenfahrt mit dem gesamten Jahrgang, oh, das sind immer sehr interessante Klassenfahrten, außer mit 12, sind wir uns näher gekommen. Aber jetzt weiß ich nicht, wo ich ihn ansprechen soll. Vielleicht ja. Nicht direkt untenrum. Er steht ja. Jede Pause mit seinen Freunden in der Pausenhalle. Soll ich mich etwa einfach dazustellen? Fragezeichen. Das ist doch auffällig. Punkt. Bitte helft mir irgendwie. Punkt. Falls das wichtig sein sollte. Doppelpunkt. Ich bin W/14 und gehe in die 9. Klasse. Und auf meiner Schule ist das nicht so, dass man mit 12-15 schon Sex hat. Nein, das ist nämlich ein... Also da fängt es erst mit 16 an. Ja, das ist nämlich ein Internat. Du musst doch nur 2 Jahre warten und dann geht's rund. Was ist ihr Problem? Ja, echt. Nee, aber das, ey, ich kann das gut nachvollziehen. Gerade früher natürlich mit 14, da hat man nicht denselben Freundeskreis dann. Und dann ist es natürlich, dann geht man da hin und da stehen dann 4 andere und lachen dann, weil die sagen, haha, du bist verliebt. Du redest mit Mädchen. Du Schwuchtel. Du Homo. So sind Kinder nämlich. Komm lieber in die Rauchecke. Ja, Mann. Ich habe einen Joint gebaut. Ja. Ja, das ist schwierig. Aber haben nicht heutzutage alle diese Sex? Kinder erstens schon Sex? So. Also ich kenne Videos, da... Haushaltsgegenstände. Ja, also ich würde. Die werden schon benutzt. Ich würde ihm wahrscheinlich einfach mal so im Vorbeigehen, irgendwie, ja. Wenn die sich auf dem Gang treffen, einfach mal einen Schritt fassen. Ich finde auch, man sollte Haarkämme und Deo-Dosen ab 16 verkaufen. Oder hinten drauf schreiben, bitte weit weg von Kindern. Ist das so ein neues Ding? Ich habe das irgendwie in letzter Zeit, habe ich also das oft. Ich bin letztens auf einer Seite aus Versehen draufgekommen, wo nur solche Gegenstände benutzt wurden. Ich habe auch letztens auf so ein Banner geklickt und dann noch auf 3 und dann war ich ganz auf so einer ganz komischen Seite, wo ich niemals hin wollte. Und habe ich das sehr viel gesehen: so umgedrehte Haarbürsten, Deo-Flaschen. Einfach irgendwie alles. Lockenstab, wo ich gedacht habe, Alter, wenn jetzt das Ding angeht, ne? Da stand so, Nachbarin hat jetzt gerade irgendwas. Da habe ich drauf gedrückt.
Also auf dem Banner. Also nicht draufdrücken, wenn da steht, eure Nachbarin macht irgendwas, das stimmt. Das stimmt nämlich gar nicht. Ich habe auch schon gedacht, so könnte ich mal irgendwie meine Hausgemeinschaft ein bisschen kennenlernen. Ich kenne eigentlich nur die einen Nachbarn. Ich kenne nur, ich glaube gar keinen. Vielleicht wollen die mich auch gar nicht kennenlernen. Ja, ich komme halt, ich komme so ein gleicher Junge irgendwann abends nach Hause und... Ja, eben. Dann versucht die falsche Tür aufzuschließen. Ja, und dann stehen die mal schon so mit Flock und Knoblauch hinter der Tür und warten nur. Bei mir ist das aber auch so, dass ich denke, ich komme ja halt jeden Abend sehr spät nach Hause und habe dann noch 2-3 Apfelschorlen getrunken. Das ist üblich. Ich weiß immer gar nicht, ob die eigentlich denken, dass ich da eigentlich nur ein Hausbesetzer bin vielleicht. Ja. In Wahrheit gar nicht da wohnen. Auf die Frage nochmal zurückzukommen, weil wir ein bisschen abgedriftet sind mit Haushaltsgegenständen. Also hier wird auf jeden Fall von Atemu 1 wird empfohlen, vor 11 Stunden, leg einen Brief in seine Jacke oder Rucksack. Oh, das ist gut. Das ist ein guter Tipp, ne? Das ist gut. Wäre ich nicht drauf gekommen. Nee, aber auch da ist es so, ich hatte da einen Freund, ja? Ja, ja. Der hieß Floriano. Florentin. Florentin, achso. Und der hat so einen Brief bekommen, wo ich sehr, sehr lange... Ja, warte mal, das ist jetzt kein Witz, ne? Sag deiner Freundin, sie soll eine Brotdose gegen seinen Fuß werfen. Das ist doch verrückt. Und das hat jetzt keiner geschrieben, das ist vor 12 Stunden geschrieben worden. Ja, bitte. Hä, wieso? Ich bin der König. Ich bin der König der Kindersexualität. Auf jeden Fall... Das ist ja schon Teenager. Ja, stimmt. Ich glaube, ab 10 für mich sind es alles noch Kinder, ey. Wurde da sehr, sehr lang und ausführlich und im Nachhinein eigentlich sehr süß auch beschrieben, warum sie ihn so sehr gern hat und was sie alles sich mit ihm vorstellen könnte. Und der hat das dann mal auf einer Party mit ganz vielen Leuten, die sie kannten, rausgeholt und vorgelesen. Das ist ganz schön asozial, aber diese Angst hätte ich immer, wenn ich sowas schreiben würde, glaube ich. Weil Menschen sind kacke einfach. Menschen sind erstmal scheiße im Kern, alle. Ja, natürlich. Und manche sind dann noch mit Scheiße umzogene, haben so eine Süßigkeitenschicht außenrum. Innen drin eine Kernige. Und innen drin ist halt scheiße. Und dann hast du, je nachdem wie dick die Schicht ist, dauert das länger oder kürzer, bis du endlich in der Scheiße angelangt bist, die eigentlich ihr Wesen ausmachen. Tja. Das werde ich mal, da werde ich mal eine Doktorarbeit zu schreiben. Also, wenn ich zurück an meine Zeit denke, wo ich noch 14 war. Gestern. Da war aber keine Beziehung ernst, also scheiß drauf, hält eh nicht lange. Oder? Ja. Die machen sich so einen Kopf, die Kinder. Na okay, das sind auch die ersten Versuche, ne? Teenager, Kinder, nicht. Kinder machen sowas nicht. Aber Teenager, ne? Und wie lange hat deine Beziehung? Ich hatte eine halbe Klasse, nur die Hübschen. Hatte ich als Freunde. Denn, ja. Aus meiner Sicht die Hübschen. Für andere waren sie auch hässlich. Das muss man ja auch so sehen, ne? Ja, muss man. Manchmal auf dem Kiez ist man ja, da hat man auch einen guten Freund immer dabei, der einen dann halt mal zurückzieht, wenn man nämlich was getrunken hat. Der redet man nämlich mit allen Leuten. Ja, aber das hat ja auch nichts Negatives. Ich will da jetzt auch gar nicht. Ja, aber das ist ja auch einfach eine super subjektive Geschichte. So, ich war mit meinem Kumpel, meinem besten Freund, auf dem Hurricane. Ja. Und da konnten wir wirklich die Frauen, also natürlich hat man so einen Bodensatz, den keiner will, aber den Rest der Frauen konnten wir wirklich fast 50-50 aufteilen, weil ich dann sehr anderen Geschmack habe und eher so die... Nein, das will ich nicht on air sagen. Das sage ich dir hinterher vielleicht mal. Auf der Toilette? Auf der Toilette gleich, ja. Kannst du in der Pause sagen. Oh ja, ist ja gleich Werbung. Ja. Aber dann mache ich erstmal... So, hier wird nämlich nochmal gefragt, ist es normal... Klammern, ekelige Sachen am Partner zu lieben. Da möchte ich kurz einwerfen, dass mir eine gute Freundin erzählt hat, ohne dass ich nachgefragt hätte, weil wieso sollte man auch nach sowas fragen, dass ihr Freund am Anus so ein Hautstück einfach hat, das so ein bisschen absteht, das aussieht wie die japanische Flagge. Die Kontur von Japan. So. Also what the Warze. Fuck? Nee, es ist wirklich so Haut. Wohl. Es ist keine Warze, sondern du kannst auch so dran. Aber Warze ist auch Haut. Ja, aber die ist ja so da drauf quasi. Ist ja nur so ein Punkt. Und das steht so ein bisschen ab. Und dann kannst du eine Erweiterung von seinem Arsch. Dann. Ja, quasi. Von dem Anus direkt. Ach, direkt vom Anus? Ja, direkt Anushaut.
Aber wieso guckt man denn da? Und sie findet das auch. Also erstens, ja, wie findet man das? Naja, fallen mir ein, zwei Sachen ein. Ich kenne da auch einige Beispiele. Aber also wieso erzählt man das? Und die hat dann auch gesagt, sie findet das eigentlich süß. Sie findet es süß. Findet das süß. Okay. Stell dir bitte vor, du weißt es ja auch selber nicht. Du weißt es ja auch selber nicht, weil die wenigsten Leute von uns stehen ja irgendwie so vorm Spiegel. Ne? Also müsstest du ja irgendwie so. Müsst ihr ein Spiel auf den Boden packen. Ja, oder so, natürlich, so. Und dann so. Aber mein Spiegel hängt weiter oben. Wieso ja, hast du keinen Ganzkörperspiegel? Nee. Wieso nicht? Da stehe ich, also wenn ich mal zu Hause bin, mache ich nichts anderes, als nackt davor zu stehen und zu weinen. Und ganz okay. Bitterlich zu weinen. Nein, aber du weißt es nicht. Und dann stell dir bitte vor, deine Freundin kommt so eines Tages zu dir, nachdem offensichtlich du da so nackt auf dem Bauch lagst. Man ja auch. Im Sommer schwitzt man ja viel und wenn man dann auszusehen, mal aufeinander verrutscht, sie auszusehen, dann... Ja, ja und, dann so. Kommt die, und dann kommt sie aber wieder hoch zum Gesicht ja. Und sagt sowas wie, ey René, du hast ein Stück Japan-Haut am Arsch. Okay. Was? Jetzt ist es plausibel. Aber was sagt man dann dazu? Also ich würde, nee, hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich würde, glaube ich, einfach mit einer Schere abschneiden. Ich sehe es ja nicht. Und Bepanthen drauf. Also wenn es mich nicht stört? Ja, weiß ich, aber das ist doch komisch. Also wenn ich natürlich als Außenstehender, der häufiger in dieser Region agiert, angeblich, sonst würde sie es ja nicht sehen, kann man ja darüber reden, ob man es wegmachen lässt oder nicht. Ja, das stimmt. Aber sie findet es ja süß. Ist ja eine Beziehungsgeschichte. Da muss man ja in der Beziehung muss man sehr viel reden. Da sollte man nichts verschweigen. Auch nicht, dass man AIDS hat. Das ist ganz schlimm. Ja, dafür kann man angezeigt werden. Ja, wurden auch schon einige. Ja. So wie das sind Verbrechen. Stephen King. Allerdings, oh komm, jetzt stell ich dir mal eine Frage. Stell ich dir mal die Frage aller Fragen. Du hast eine Freundin. Ja. Das ist schon mal eine Lüge. Hatten wir letztens in irgendeinem Almost Playly. Und kriegst von einer Bekannten oder Freundin oder so, ja. Die sagt dir, dass sie in dich verliebt ist. Mhm. Sagst du es deiner Freundin oder nicht? Nö. Du hast gerade gesagt, man soll alles erzählen. Ja, nicht in meiner Beziehung, aber in da, wo es halt laufen soll. Ach so. Deswegen bist du auch Single. Sagen? Nee, richtig. Ich mache ja mit dir nichts. Solange ich nichts mit dir gemacht habe, muss ich auch nichts erzählen. Richtig. Oder? Ey, boah, ich habe dir die Frage gestellt. Meine Meinung ist irrelevant. Also ich muss ja auch nicht wissen. Kann man sich im Almost Playly. Ich muss auch nicht wissen, wenn eine Freundin oder meine Freundin dann mit jemandem essen geht oder so. Musst du nicht? Wenn sie umsonst essen gehen, warum nicht? Würde ich auch machen. Das ist aber schon schwieriger. Da gehen ja irgendwie auch Verpflichtungen dann warum? Mit einher. Wenn es ein alter Schulkamerad ist oder so? Wenn ich das Essen schon bezahle. Nee, er zahlt es doch. Für sie. Ja, ja. Und wenn ich jetzt in seiner Position bin, wenn ich das Essen schon bezahle, dann aber Krambazamba, Kollege. Erstmal einen Rimjob und gucken, ob da von Japan rumhängt. Nee, ja, es ist schwierig. Nee. Also man... Also ich würde essen gehen man sollte nicht gleich schon, mit Sex. Nein, man sollte schon sehr ehrlich sein. Aber es gibt halt auch so kritische Sachen, ja. Weil sich dann nämlich der Partner viel mehr drüber aufregt und Gedanken drum macht, als eigentlich nötig wären. Wobei aber es auch eigentlich die Frau. Ja, weiß ich gar nicht unbedingt. Also wenn deine Freundin jemanden kennenlernen würde, zum Beispiel Andreas, der zu ihr sagt, nachdem er sie angefasst hat, aber nur freundschaftlich, dass er sie liebt. Um jetzt das Eis zu brechen, weil man sagt ja nicht irgendjemand, muss ja schon ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja, ja genau. Entweder wenn man gerade keine Brotdose dabei dann hat. Dann würdest du gerne wissen von deiner Freundin, dass Andreas sie liebt? Naja, guck mal, wenn der jetzt bei uns so im Freundeskreis damit rumhängt und irgendwie man ständig abends Sachen dann zusammen macht. Dann würde ich es gerne wissen, um ihn zu verprügeln zu dürfen, wenn man mal. Ja, oder vielleicht mal zu sagen, ey. Also Schlägerei ist sowieso keine Hilfe, ne? Reden. Reden. Immer reden. Nein, verprügeln ist scheiße. Aber man kann ja dann mit ihm reden. Und ein Bierchen trinken. Oh, und sagen, nimm die Finger weg. Arschloch. Oder? Ja, also ich würde dann, glaube ich, sagen, so, ey, vielleicht ist es nicht so cool, dass er die ganze Zeit mit uns rumhängt. Ja, wenn er die ganze Zeit bei ihr rumhängt. Also, so. Ja, so. Ja. Jetzt so einen kurzen. Aber nichts vor. Sektchen? Ein Sektchen noch? So, die Frage nochmal hier. Wolltest du noch irgendwas? Nee, ich war mit der Flaggengeschichte war ich durch. Alles klar. Auf jeden Fall sind wir bei der ekligen Sachen stehen geblieben. Und sie steht auf Körpergerüche, Körperflüssigkeiten. Körperflüssigkeiten kann ja Schweiß sein,
Auswurf. Ja. Auf Artelitz gesehen. Nee, auf dem Kicker. Ist ganz normal, dass Frauen tropfen. Auswurf? Naja, da ist halt, da war halt so, keine Ahnung. Ist Auswurf nicht was anderes? Nee. Da bildet sich Flüssigkeit und es kommt halt raus. Das nennt man Auswurf. Weiß ich doch nicht. Soll ich mal googeln? Ja, aber Auswurf. Bitte nicht auf den Rechner hier. Also, geht mal auf den Rechner. So Auswurf, kommt Auswurf nicht immer aus dem, also oral quasi? Aus dem Rachen? Oh, stimmt, ja. Da habe ich es gerade mit dem Arzt gesehen. So. Also, gut, wenn aber dir deine Ex-Freundin gesagt hat, das, was da unten rauskommt, ist Auswurf. Aber hier, die, guck mal hier, Auswurf ohne Husten. Ja, das läuft wahrscheinlich dann einfach oben. Also Inkontinenz aus dem Mund. Hör dir erstmal hier von Trailerpark neongrüner Auswurf an und dann weißt du, worum das geht. Nee, was ist denn das so ein halt. Du meinst Ausfluss. Ausfluss, guck mal. Ich weiß, naja, aber das ist. Hab ich beim Kicker gesehen und ist halt ganz normal. Da solltet ihr Frauen euch keinen Gedanken machen. Ist ganz normal. Ist ganz normal, ja. Aber ich will es jetzt auch nicht komplett nochmal erklären, weil. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Ey, okay, wenn das dein Anspruch ist, dann darfst du ab jetzt nichts mehr sagen. Alles klar. Aber ja, lies mal weiter vor. Also Körpergerüche und Körperflüssigkeiten steht sie total drauf. Und das ist jetzt erst bei ihm passiert, so ist das jetzt alles ganz normal. Ja, aber das ist doch. Das ist ja, das finde ich tatsächlich schlimm. Warte mal, ich kann mich bei ihm wie ein Kind benehmen und in meiner Nase bohren, seinen Schweiß ablecken. Und ich liebe ihn. Und ich liebe das. Okay. Bis, bis dahin. Also wirklich, weil das hier gerade noch mal jemand im Chat schreibt. Ne? Du hast bei Kika was gesehen von ja. Ausfluss. Ja, irgendwann fängt Berners Brot an und davor läuft immer noch. Ich guck das immer. Okay. Bis zu diesem letzten Satz fand ich das eigentlich ertragbar. Fand ich das ganz okay. Da wollte ich noch sagen, ich finde es furchtbar, dass heutzutage immer noch so getan wird, als ob Sex, so, ja. Man liegt einfach aufeinander und schubbert zweimal hin und her und dann guckt man sich nicht mehr an. Und dann kommt ein Kind raus. Ja, und das voll eklig ist, wenn man den Geruch des anderen mag oder so, oder Sperma. Das ist ja alles nicht wild. Und dass man Schweiß ableckt, ist natürlich jetzt schon ein bisschen. Ja, das rutscht ja schon wieder in die Kategorie exotisch. Ja, schon. Also, schon. Das ist. Also für mich zumindest, Schweiß. Also ich muss es nicht ablecken. Ich finde Schweiß zum Beispiel so, frischer Schweiß beim Sex, habe ich kein Problem mit. Kann man nicht verhindern. Würde ich jetzt trotzdem nicht in der Achsel lecken. Weder von der Frau noch von mir. Das wäre jetzt nicht so meins. Ich weiß nicht, was soll man so jemandem raten? Ey, Top-Antwort. Und der eine hat ja aber geschrieben, jeder hat seine eigenen Vorliebe. Das ist normal. Ja, eben. Reden ist da das Ding. Wenn dein Partner es auch voll cool findet, dass du in der Nase bohrst, deine Popel isst, seinen Schweiß, dann ey, mach doch. Aber sprich mich niemals an. Bitte. Das ist immer relativ ja, man sollte dann nicht rumprallen auf Partys. Nee. Ich leck den Schweiß von meinem Ja, oder Bagger doch. Also meinetwegen gerne. Nein, weil dann, sonst merkst du es erst hinterher. Das sind so diese furchtbaren Momente, wenn du so eine Frau kennenlernst und denkst so, oh, guck mal, das ist alles voll nett. Und dann. Ja, mit der Frau, aber ich meine jetzt im Freundeskreis. Wenn du sie jetzt mitnimmst zu einem voll noblen Bücherzirkel. Ach so, du meinst jetzt, wenn sie deine Freundin ist und du nimmst sie mit zu deinen Freunden. Ja, sie bringt ein paar Martinis mehr und dann. Ja, oder sie hat so eine Dose mit deinem Schweiß, den sie so abgezapft hat und trinkt das immer. Das könnte schon ein bisschen unangenehm werden. Ja. Aber heutzutage ist eigentlich alles normal. Hat man einmal das Internet irgendwie ein bisschen durchforstet, dann weiß ich, ist man schon kaputt im Kopf. Ja. Oder? Ja. Ich habe schon Sachen gesehen im Internet. Ey, das ist alles. Warum eskaliert immer alles, wo Flo dabei ist? Es ist doch alles ganz. Hier eskaliert gar nichts. Ja? Da, ich hätte da noch so ein paar Geschichten. Ich hätte auch noch ein paar Sachen, aber die erzähle ich jetzt auch nicht so. Wie lenke ich mich am besten von meiner Freundin ab, wenn sie im Urlaub ist? Mit einer anderen. Ja, hätte ich auch gedacht. Aber wenn man sie wirklich liebt, was gibt's denn da? Mit einem anderen. Ja. Ich bin schon eine ganze Zeit am Heulen. Die letzten zwei Wochen, weil ich Liebeskummer nach meiner Freundin habe. Weiß jemand, wie ich mich ablenken kann, ohne mich mit Freundinnen oder so zu treffen? Also nur zu Hause. Ich kenne ja diverse Seiten, wo man. Hör auf zu heulen, Alter, ist mein Rat. Das ist doch hoffentlich bis zu 12 oder so, ansonsten ist es einfach albern. Weiß ich nicht, er heißt Heinick99. Also,
Hast du gestern? Baujahr. Ja, genau. Weil jeder auch sein Originalgeburtsdatum, immer wenn Zahlen ja dann Namen sind, natürlich. Wenn da einer, weiß ich nicht, Rey Mysterio 316 heißt, dann ist er 316 geboren oder was? Ja, aber ja doch. Oder ja. 19316. Ich saß gestern mit zwei Frauen auf dem Sofa und wir haben Turmspringen geguckt. Und da hieß ein Ami Steel Johnson. Mit einem Stab in der Hand. Nee. Aber das ist ja halt schon mal natürlich eigentlich der männlichste Name, den man sich so aussehen kann. Steel Johnson. Ja. Und Steel Johnson hat mit seinem Partner im synchronen Turmspringen die Silbermedaille geholt, sofort angefangen zu heulen und eins von meinen Mädels hat gesagt, so, ab jetzt finde ich Steel Johnson doch scheiße, die Heulsuse. Die fanden ihn natürlich eigentlich ganz attraktiv, so Turmspringer sehen ja jetzt nicht verkehrt aus. Fängt an zu heulen, direkt, nö. Oh, 619 ist es natürlich, oh Gott. Oh Mann, jetzt hab ich mich so auch Halbwissen, ey. Jetzt habe ich Stone Cold Steve Austin mit Rey Mysterio verwechselt. Und oh. Waren auch Handballer, oder? Ja. Probier mal ein Foto von ihm zu nehmen und es 10 Minuten anzuschauen. Von ihm viel besser. Denke, er ist doch eine Frau, oder nicht? Ja. Stimmt. Ist er dumm? Kann er nicht lesen? Ist er dumm? Steht aber von ihr. Du kannst nicht lesen. Ja, stimmt. Am Anfang spürst du nur Trauer, aber wenn. Aber dann wird's besser. Falls es nicht besser wird, sondern schlimmer, schau lieber keine Erinnerung von ihnen an. Ja, dann solltest du auch kein Foto angucken. Beginn ein Buch zu lesen, klingt doof, aber ich hole mir bei Liebeskummer immer einen runter. Ja. Stand da. Ja, Mann, dann. Erstens sei nicht so eine Pussy und dann zock halt was. Ja. Guck dir einen Film an, am besten irgendeine Liebesschnulze, die dich schön ablenkt von deinem Liebeskummer. Bisschen nachts Pokémon fangen oder so. Ja. Ja. Sich ein bisschen verstecken. Ich weiß auch nicht, was das sollte, dass da stand, nichts mit Freunden treffen. Entweder hat er keine oder kann dann nicht an sich halten. Jetzt hab ich gespuckt schon. Oder besteigt einfach alles wie so ein Hund. So ein läufiger Hund. Was sagt Twitter eigentlich? Nichts. So. Twitter sagt nichts. Ich möchte ein letztes Gespräch mit meiner Ex-Freundin. Lass es einfach, vergessen. Geh einfach weiter. Schön, direkt so weg. So, einfach weg damit. Nie, dann, nein. Was? Nie. Gespräch mit Ex-Freunden suchen. Ach so, ja. Wenn die Tante jetzt mit jemandem fremdgegangen ist, dann ist man natürlich sehr gekränkt als Mann. Weil man denkt, man hat irgendwas falsch gemacht. Vielleicht hat man im ersten Schritt hat sie mal was falsch gemacht. Ja, ne? Dann denkt man zurück so, ich wäre auch fremdgegangen, aber trotzdem tut das mehr. Nein, man soll das Gespräch, ja, glaube ich, nicht suchen, es oder? Also immer schlimmer. Naja, ich weiß, es ist so, ja, ist nicht umsonst, ne? Die Ex, sagt der Chat. Ja. Finger weg von Ex. Genau, das ist halt das Problem. Du willst dann nochmal irgendwie so dich einmal aussprechen und einmal sagen, wie du dich fühlst und so, aber das ist, einem von beiden ist es scheißegal. Und selbst wenn nicht, ja, dann... Es wird nichts Gutes draus entstehen. Nee. Mach einfach, verbrennt sie ihre Sachen. Verbrennt. Und gut, Schluss, aus. Fällt mir ein, wenn jemand meine Ex kennt, die schuldet mir noch 900 Euro. Echt? Wenn ihr die seht, sagt ihr ruhig mal Bescheid. Das ist nämlich auch ein Grund zum Beispiel für sie. Noch mal so der Grasewitz, oder? Noch mal, ja, genau. So ein Grund für sie, dieses Gespräch abzulehnen. Weil sie weiß, dass da noch ein bisschen Geld offen ist. Dann will man natürlich auch nicht reden. So, das können wir damit abschließen, ne? Die Frage haben wir expertisch gelöst. Jetzt kommt eine Männerfrage. Stimmt das? In Klammern Männer. Nein. Stimmt es, dass Männer eher auf Frauen mit Erfahrung stehen? Ich glaube, den Rest braucht man gar nicht jetzt lesen, weil das ist einfach nur Beziehungen waren im Bereich Sex unerfahren, da ich hier noch logischerweise noch Jungfrau bin. Aha. Bla, bla, und die ist verunsichert. Bla. Also sie ist Jungfrau, hat Angst, jetzt mit jemandem rumzuknutschen und zu pimpern. Und fragt jetzt, ob ein Mann damit halt sich abgeschreckt fühlt. Erzähl's einfach nicht. Erzähl's einfach. Erzähl nie. Ich weiß gar nicht, wie du nochmal das raus? Erzähl nie deine Fehler. Ja, natürlich, das merkst du schon. Also hattest du noch nie so eine, die einfach nur da lag? Ich meine jetzt mit Jungfrau. Ach dass so. Dass Leute da liegen. Nein, aber hier geht es ja darum, dass sie... Das ist ja ganz normal. Aber dass sie unerfahren ist. Also, oh mein, der ganze Text. Ja. Ich kann für mich sagen, so, das hat alles seinen Reiz. Also so erfahrenere Frauen sind super, ja. So junge, knackige, super. Auch super, die haben da noch nicht so viel Erfahrung, dafür hat die Schwerkraft da noch nicht so zugeschlagen, ja. Das ist auch ein Vorteil, ja. Also da würde ich mich nicht festlegen wollen. Ja. Das ist genauso wie so,
Aber mein Typ Frau ist immer blond, mindestens zwischen 1,70 und 1,71 groß und wiegt zwischen 40 und 41. Halt die Fresse. Und 5 Kilo. Das ist doch Quatsch. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Werbung, ne? Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Oh, Mann. Nee, moderier du. Willkommen zurück beim Moin Moin, der Fetischshow mit Florian und René. Das bin ich. Andreas. Andreas Schröckert. Andreas Florentin Schröckert. Wir sind stehen geblieben bei: Erkennt man eine Jungfrau oder nicht? Das ist die große Frage. Du hast gesagt, rumliegen ist okay, wenn die auch Spaß dran hat. Hat der Chat auch gesagt? Nein, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Hat er gesagt. Nein, ich habe nur gesagt, dass ich das Quatsch finde, immer so zu. Dass es ja tatsächlich so Männer gibt, die so ein festgefahrenes Schema haben, ob das nur das Aussehen angeht oder keine Ahnung, was die, wie viel Erfahrung die haben, dass sie sagen, keine Ahnung, das ist auch ungeil, wenn die, eine Frau kommt und sagt, ey, ich bin übelst erfahren, weil ich schon 400 Typen vor dir hatte. Mhm. Ja, nice. Geil, komm. Also die Wüstenamazone hat geschrieben, eher umgekehrt. Frauen wollen Männer mit Erfahrung. Darauf hat jemand geschrieben, yep, so habe ich es auch gelernt. Und dann, hier wird wieder pauschalisiert. So. Das ist, glaube ich, auf den Punkt, den du gerade reingeben wolltest. So. Ja, nee, pauschalisieren finde ich eh ganz schlimm. Okay. Irgendwie Gruppen alle, egal welche Gruppen, über einen Kamm zu scheren, das ist furchtbar. Mhm. Das ist nie gerecht. Nein. Egal ob es Frauen sind. Ja. Oder? Ich möchte an dieser Stelle aufhören. Okay. So. Ex-Freundin wieder zurücknehmen. Nein, haben wir eben schon geklärt. Weg. Also. Also wenn es nichts mehr gibt im Leben. Ja. Aber das ist, also ganz ehrlich, wenn man Schluss macht, dann macht man Schluss. Und dann hat man natürlich immer noch so, okay. Ist schön gewesen, war eine schöne Zeit. Haben wir Lust wieder drauf. Aber man verklärt das auch immer hinterher, weil es gibt ja einen Grund, dass man Schluss macht. Ja, genau. Und dann in seinem Kopf ist man aber so, oh, es war alles voll schön. Ja. Nee, und dann kommt man wieder zusammen und dann kommen die gleichen Probleme nach einem Jahr wieder. Ja, so, und dann ist das Peter Mobili der Unendlichkeit der Ex-Freunde. Das ist Peter Mobili? Ja, das ist Peter Mobili von Peter Löwenzahn. Nee, aber das ist das so wie, keine Ahnung, Essen in der Mikrowelle warm machen. Ich habe es noch nie gemacht. Also natürlich kann man sich nochmal abends treffen auf so einen Schlummertrunk. Ja. Da weiß man, was man hat. Ne? Schlummertrunk, ja. Den selbstgebrauten Schlummertrunk. Genau, so einen körpereigenen Schlummertrunk. Ach so, den. Aber nicht wieder anfangen. Ich finde, so Leute machen sich auch lächerlich, weil dann, da hatte ich auch schon ein paar Mal im Freundeskreis, dass dann Leute Schluss machen und dann kotzen die sich total aus über die Freundin und wie kacke die war. Und so zwei Wochen später, hi, guck mal, sie ist doch super. So, nee. Noch ein Tipp aus Erfahrung, macht nie irgendwas mit der Mitbewohnerin. Zerstört komplette Freundschaften. Zumindest ist es, es waren nicht. Und Wohngemeinschaften. Wohngemeinschaften. Ich war gerne in einer WG, wo auch jedes Wochenende eine WG-Party war. So. Und der Typ war dann halt mit der, ne, zusammen. So. Der hat da gewohnt und sie hat da gewohnt. Ist ja alles schön und gut, 2 Jahre gut gelaufen so. Und dann kommt die Trennung, sie geht raus und was ist auf dieser WG-Party? Nur noch Würstchenpartys. Weil die Freundin nämlich weg ist und nie einer von diesen Freundinnen von der Freundin dann wieder gekommen ist. Also die ganzen Mädels, die ist nie wieder gekommen in ihrem Leben. Die ist nie, doch sehr häufig. Also, sie hat auch noch längere Zeit da gewohnt, aber ist auch egal. Ja. Gerade hat jemand im Chat übrigens geschrieben, jetzt pauschalisieren sie aber selbst. Was ja, denn? Aber nur jetzt ganz kurz. Davor die ganze Zeit nicht und wird auch danach nicht wieder vorkommen, dass hier irgendwas pauschalisiert wird. Nein. Ja, die Texte sind zu lang. Ja. Ist das ein Date oder ein normales Treffen? Das finde ich auch immer schwierig zu unterscheiden. Ist es jetzt direkt ein Date, wenn man jetzt was trinken geht? Oder ist es einfach nur ein Treffen, wenn man jetzt einfach was trinken geht? Ich finde diese Bezeichnung, ich glaube, ich hatte noch nie ein Date. Ich hatte das schon mal mit Sophia diskutiert. Ja, was? Als wir ein Trinken gegangen sind. Nein. Als wir was gespielt hatten. Und da hatte ich es bei Wikipedia gesehen. Und Date ist, glaube ich, wenn zwei Personen was füreinander empfinden und dann was machen, ist es ein Date. Aber wenn man nichts füreinander, also wenn ich jetzt mit dir was trinken gehe, ist es nur ein Treffen. Oh, von deiner Seite aus vielleicht. Ja, wenn du es als Date siehst, kannst du mir dann später nochmal schreiben. Ja. Ach, ja, ich fand's jetzt aber da denke ich auch, man soll sich da einfach nicht so im Kopf machen, ey. Entweder läuft dann halt was. Am Ende immer einfach die Standardfrage stellen. M oder W? M oder W. Und dann Knickknack. Direkt aber das Knickknack? Gibt, ich finde Knickknack beim Daten, also
Ach, ist auch egal. Ich hatte das mal, dass ich am Ende von so einem Treffen gefragt habe, so, ey, wollen wir nicht bei mir noch ein Bier trinken? Oder einen Tee? Wollen wir zu dir noch ein Bier trinken, weil sie näher dran gewohnt hat? Und dann war ihre Antwort ernsthaft, ich habe kein Bier zu Hause. So. Ich denke, ist es nicht internationaler Code für, wollen wir jetzt zu dir gehen und uns ausziehen? Nein, dann ist es kein Bier. Das heißt, wir müssen im Kiosk gehen und Bier kaufen. Und dann Haben wir dann auch gemacht. Okay, nee, gut. Wir waren, das ist ja das Hirnrissigste, wir waren in einer Kneipe und da war auch noch Action. Das heißt, hätte ich einfach nur Bier trinken wollen, hätten wir da bleiben können. Und dann habe ich tatsächlich an der Theke halt einfach irgendwie 4 Bier gekauft und gesagt, er soll die zulassen. Und dann sind wir, also sowas Dummes. Apfelschorle, ne? Meinst du? Alkoholfreies Apfelbier. Bier. Natürlich. Das isotonische Sportgetränk. Ja, genau. Was auch die Sportler brasilianische alle. Deutschen Sportler trinken. Die brasilianischen deutschen Sportler. Müssen wir nicht. Was müssen wir? Heute Programmplan. Auch ist gleich schon wieder Ende, du. Muss man, ja eben. Müssen wir noch einen Programmplan machen? Hau mal raus, du kannst lesen. Ich kann lesen. Gleich gibt's Almost Daily Mischmasch, danach Game Plus Daily, oh Gott, jetzt muss ich mich aber beeilen. 14:30 Grillshow, 14:45 Nerdy Timber, 15 Uhr Let's Play Headlander mit Gregor, das ist live sogar. 17 Uhr Almost Playly fett und falschend. 18 Uhr natürlich Game Plus Daily live mit No Man's Sky unter anderem und Worms und so. 20 Uhr die News, 20.05 Uhr Kino to Go, 20.15 Uhr Chat-Duell mit den VR-Nerds. Colin hostet, Etienne, Fabian und Gregor sind das Team. Danach Let's Play Vampire, The Masquerade, Bloodlines und so weiter und so fort. Aber gerade noch richtig so. Gut. Ne? Letzte Frage, machen das Jungs öfters? Ja. Egal was, immer. Wahrscheinlich ja. Nein, sie fragt hier halt, sie waren im Einkaufszentrum und da waren Jungs und haben sie angeguckt und er meinte dann zu ihr, guck mal die Hübsche. Guck mal die Hübsche. Ja. Das hat er zu ihr direkt gesagt oder was? Nee, zu seinen Freunden. Ach machen so. Jungs häufiger. Okay. Ist kein wir müssen raus. Habt einen schönen Tag. Tschüss.